Moin, ich bin jetzt mehrfach gefragt worden, wann denn mein Gerichtstermin ist. Der bezüglich des Strafbefehls, ja. Zwei Videos sollen ja angeblich irgendwas Volksverhetzendes enthalten. Habe ich noch nicht gesehen, aber das werden wir dann klären am 19.10. 12 Uhr, Amtsgericht Tiergarten, Raum 671. Ne? Also da soll es sein. Bitte rechtzeitig erscheinen, möglichst wenig mitnehmen, damit die Kontrolle schneller geht. Ja, also alles, was irgendwie metallisch ist, am besten gleich zu Hause lassen, damit man das nicht alles einzeln auspacken muss und damit wir dann alle noch rechtzeitig reinkommen in den Gerichtssaal. Ja, also nach allem, was ich weiß, sollte die Verhandlung meines Strafbefehls, der ursprünglich also angesetzt ist mit 8.100 Euro, wegen Bormann ist ein böser Kerl, ne? Naja, so interpretiere ich das mal nicht, ne? Wie ich das denn immer mache in meinen Videos. Und solche Sätze, wenn ich sie dann über andere sage, sowas ist dann vielleicht Beleidigung oder Volksverhetzung oder sowas. Oder antisemitisch oder Nazi, Nazi, Nazi oder rechts, rechts, rechts oder, ne? Und diese ganzen Justizbehörden, die haben ja alle Anweisungen von oben mit solchen Leuten wie mir möglichst hart umzugehen und umzuspringen und das neue Recht zu sprechen, das Willkürrecht. Haben Sie? Nein, das war jetzt ein Spaß. Ich gehe davon aus, dass bei mir korrekt Recht gesprochen wird. Und nach allem, was ich weiß, ist an den Vorwürfen tatsächlich nichts dran. Komplett nichts. Es ist einfach nur Quatsch, den sich die Schulbehörde ausgedacht hat, damit sie mich endlich los wird. Einen harten Kritiker ihres transformativen Kurses in der Agenda 2030, die ins Nichts führt. Tschüss, bis dann. 19.10. 12 Uhr, Amtsgericht Tiergarten, Raum 671.